Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Daisy mit uns. Yay! Hier ist die Gang, Alter. Die Moderation eines Oscars wert, wollte ich gerade sagen. Echo? Irgend so ein Preis. Bei mir hat man gerade am Anfang gesehen, wie ich das Fernglas mal ausprobiert habe. Das ist ziemlich nützlich. Das ist auf jeden Fall gut. Ja? Geht das weiter als die Sniper? So? Weiß ich nicht. Ich habe schon lange nicht mehr gesnipert. Okay. 4 Uhr. Geht los. Bitte was? 4 Uhr? Die ist eine Banane. Banane. Was für Strand? Strandzeit. Habe ich schon erzählt, dass es hier die Stelle war, wo die mir die Beine gebrochen haben und ich die mit dem Feuerlöscher erschlagen habe? Ein zumindest. Ja, ich war ja live dabei bei der Story da. Ja, du warst am Wattnest. Ja, das stimmt. Nee, dass das hier war, habe ich nicht gedacht. Hinter euch sind Zombie, Jungs. Ja, egal wo. Oh, daneben, fuck. Ich schäme mich. Ja, das ist gut. Wir rennen jetzt echt nach Elektro und hast ja keine Muni und Max hat auch kaum Muni. YOLO. Ja, ihr habt doch zwei vollgeladene M4s. Ja. Ja, aber nur kann Stefan damit nichts anfangen, das ist halt doge. In Elektro ist es doch ganz nützlich eigentlich, M4 zu haben. Ja, Stefan verliert mit der M4 gegen den Axtmörder, hallo? Hallo. Ey, komm, das war total buggy, Alter, und ich hatte nicht den Laptop. Das war so, ich hab mich total erschrocken. Auf was einmal klopft er mit einer auf den geballert und hast trotzdem gekillt, Alter. Auf einmal klopft er mit einer Axt auf mich ein, Alter. Ich hau ganz ein Magazin auf den Haufen, treff ihn nicht. Hat geleckt, ne? Ja, Mann, ich hatte meinen alten Laptop noch da. War liegt da einer oder was? Oder sieht nur so aus? Nee, ist ein Stein. Ist ein Stein. Stefan ist auch so einer, der unterhält sich mit Steinen. Hallo Stein. Hallo und? Herr Stein. Tag. Das ist so hohl, ne? Weil ich da losgebrüllt habe, Alter, war so geil. Ey. So, was wollen wir nochmal genau in Elektro? Sterben? Spaß haben. Spaß. Yeah. Häuserkampf und so. Fett Geballer, Action. Woo. Mit so viel Munition, die wir haben. Bam, bam. Ich glaube, ich zieh da ein. In die Schule oder so. In Elektro? Aber ich würde es auch irgendwie besser finden, wenn wir Elektro umgehen und direkt zum Airfield laufen. Elektro ist auch so eine elektrisierende Stadt einfach. Da kann man nicht. Warum bleibt ihr denn schon wieder alle stehen? Also. Da unten ist eigentlich auch ein geiler Sniper-Hügel da. Da hat man hier die ganze Küste im Blick. Halligusch. Vogel, willst du jetzt wirklich anfangen zu nerven? Soll ich euch eine Decke über den Kopf machen? Das hört man gar nicht. Doch, nee, ein bisschen hört man das schon. Alter, ich gebe euch einen Freiflug, ne? Was gibt's sonst? So, schiebt er noch einmal, müssen wir kurz stehen bleiben. Mal eine kurze Decke darüber. Ja, die Nachteile eines Wellensittiches. Nee, Nymphensittiche. Was für ein Sittich? Nymphensittiche. Nymphenschwert. Die sind ungefähr doppelt so groß. Ab Level 65 sieht grün aus. Na eher türkis, ne? Nee, mit grün nicht, würde ich sagen. Oder nicht, blau. Was? Weiß ich, was ist das? Oh, jetzt habe ich wieder Bock auf Medin. Schön, Stefan, schön. Ich habe auch Bock auf Medin. Ja, wenn es mal einen guten Server geben würde, ey. Ja. Macht doch euren eigenen. Ja, ich habe jetzt ein halbes Jahr dran zu sitzen und da... Alter, halt die Fresse, ich schwöre dir, Vogel. Ich habe jetzt auch Bock, ein halbes Jahr mich da dran zu setzen und so einen Server fertig zu machen. Nicht. Nicht. Ich habe das einmal mit so einem Typen gemacht, ey, schön fehlgeschlagen. Ah. Vor allem, ich durfte die ganzen Dings umschreiben, Dateien, und er hat im Endeffekt den Server gar nicht aufgemacht. Oh, ist aber ein Clan hier auf dem Server, ne? FK, ach, der war schon letztes Mal drauf. Und Mod ist auch hier drauf. Aber ja, du hast vergessen, dass Mafia auch hier drauf ist. Ja. Mafia Kassler. Wo ist der andere Mafia? Ach da, Mafia Lengen. Mit ist gleich. What the fuck? Ja, das sieht cool aus, weißt du? Naja, du siehst auch schon so cool aus. Das war ein Kompliment. Ja, meine ich wirklich ernst, nicht? Was? Ich hätte ihn nicht einladen dürfen. Ach komm, hol mal nicht. Achso, da vorne ist ein Sumpf. Stefan. Man kann dir helfen. Dem ist nicht mehr zu helfen. Ja, das stimmt auch wieder. Vor allem, ich habe nur einen Spitznamen, wollt ihr mal hören? Rüdiger. Was, Alter? Ja. Also nicht ich, also das habe ich gelesen von so einem. Habt ihr heute gesehen, da hat gestern die ganze Viertel gebrüllt. Ey, Rüdiger. Hoffmann oder wie? Nein. Den kennst du nicht. Schade. Jetzt habe ich Kassler mein ganzes Essen gegeben, Alter.
Frisst aber was zusammen, ne? Ja. Ich hör mal, Bruder, der kommt bestimmt gleich hier rein, obwohl das Schild hängt. Ey, der kann doch nicht einfach das Schild missachten. Alter, der kann doch nicht einfach. Boah. Das geht doch nicht. Da steht ganz groß drauf: In Aufnahme, bitte anklopfen. Hast du dir echt so ein Schild extra dafür gemacht? Ja, weil wo ich früher die Videos gemacht habe, da kamen die immer hin, weil hier bei uns kloppen die nicht an irgendwie. Außer wenn meine Kumpels oben sind und wir feiern. Dann kloppen sie an. Irgendwie komisch. Aber dass ihr Sohn mal vielleicht seine Privatsphäre braucht, weißt du, wie ich mein? Jigen. Dann, nein, manche jetzt, aber dann, die kloppen hier nicht an. Und wenn man dann mit in der Aufnahme ist und da kommt so ein Bruder rein und brüllt, das ist nicht so gut. Kein Schlüssel zum Abschließen? Nee. Wow. Nur für die Toilette. Und der passt bei mir nicht rein. Kenn ich, das Problem. Ja. Aber nicht bei Toiletten. Wollen wir auch noch fix looten? Ich weiß nicht. So sind. Ey, da ist ein Brunnen, oder? Nee. Jetzt hier ist aber ein Sumpf. Ja, ich weiß. Ist hier groß, ich weiß nicht, ob hier groß erfahrlich was ist. Ja, man kann ja sein, dass hier immer noch eine Dose Essen drin liegt oder sowas. Ja. Carsten und ich sind so Spezialisten, weißt du, wir suchen alles ab. Ach so. Eigentlich nicht. Ich weiß. Also hast du mich angelogen. Mhm. Und die habe ich am meisten vertraut. Oh, geht das mir nicht. Ey, hier ist ein Schraubenzieher, falls einer keinen Dosenöffner hat. Hier liegen zwei Stück. Moment, ich hab doch, glaub ich. Also ich habe Dosenöffner, Daniel weiß, sie hat Dosenöffner. Carsten hat auch einen, ich habe auch einen. Läuft, ja. Alter. Sonst haben wir nie Dosenöffner. Ey, hier ist ein Haus, hier ist noch nicht gelootet worden. Und ich hab eine Dose gefunden. Ach doch, hier ist sie drin. Und ich bin der, der die Dose hat. Jetzt hau ich schnell ab. Schnell weg. Okay, mein Bruder ist in sein Zimmer reingegangen. Gefahr vorbei, Alter. Ich hab schon die ganze Zeit die Hand am Mikrofon Mute-Knopf da gehabt. Ach, brauchst du nicht. Ach, ist immer lustig, wenn so Familienmitglieder dabei sind. Ach, aber nicht mein Bruder. Von Daniel, die Mutti, war auch schon in der Aufnahme mit bei. Ich glaube, mein Vater war auch schon dabei, ne? Oder meine Mutter. Das hat, glaube ich, auch schon um die 3000 Aufrufe. Geil. Kannst ja aber deiner Mutti Bescheid sagen. Ja. Du hast mit beikommen. Trink Wasser. Ach stimmt, hier kann man ja mal Wasser trinken, ne? Wasser? My body feels wet, Alter? What the fuck? Ich bin ganz schön wet, Alter. Ich bin dann. Ja, du bist nass. Oh, okay. Also ich wusste schon vorher, dass du dann da kommst. I'm so arking, was heißt das? Du bist komplett nass jetzt, also ja. Durchnässt. Richtig geil. Also nicht mehr nur im Kopf, sondern auch... Er setzt sich im Wasser rein. Läuft er? Ich bin hydrated. Ich bin bei Daniel, wo seid ihr? Ich bin hier so beim Baumstamm. Okay, alles klar, weiß Bescheid. Ich bin beim Baum. Der rechte von euch. Ich bin bei der Flasche. Ach, die frischste Kassel, Alter. Wichse, Alter. Hey. Jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken, wie weit das Teleskop reicht. Ach, da hinten seid ihr, okay. Teleskop, ja. Teleskop? Aber Teleskop. Wir kommen bei Piraten, Alter. Willst du ein bisschen die Sterne beobachten? Es reicht schon ganz schön weit, oh, muss ich sagen. Wie er da steht, Alter. Jetzt kriegt er einen Headshot durchs Teleskop durch. Nee, das wäre nicht so cool. Stefan, ist das ein Stethoskop? Schlecht. Mann, Stefan, sei nicht so deprimiert. Na. Alter, wie oft hat der denn Hunger, ey? Meines energized und hydrated. Meiner ist hungry, hydrated und soaked. Ja? Nö. So, Daniel, warten wir mal kurz. Wir müssen warten. Ja, ach, die da hinten eine Küche ist. Ach, da seid ihr schon. Luft die ganze Zeit, weißt du? Dann kann ich ja essen in Zwischenzeit sogar. Ess du mal. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ich werde schon sehen, du. Einen vollen Magen nämlich. Oh, total. Ist das schlecht, Alter. Nein, Alter. Ist das schlecht, ey. Mann, ey, hab ich dumme Vögel. Warte mal kurz. Hör auf! Hat sich Stefan jetzt gemutet? Ich hab eine Nachricht. Ich höre einen Zombie. Ich guck schon mal ein bisschen vor mit der Sniper, ob ich was sehen kann. War gerade hier drinne? Wer läuft da vorne zwischen dem Busch? Achso, die sind da. Wo ist Kassel? Ach Mensch, ja. Ich hab grad Sally zurückgeschrieben. Die alte Frikadelle. Der mag das nicht, wenn man den warten lässt, weißt? Also weint er dann immer, ja? Wir kennen noch so einen.
Nach zwei Minuten, wenn du den nicht antwortest, nach zwei Minuten. Ich möchte auf keinen hinweisen. Nein, Teddy weiß auch nicht, aber... Na Daniel, genau du. Selber nicht, wenn man mich warten lässt. Aber ich weiß, ne? Alter, jetzt hab ich hier eher Bock... Wenn ihr antwortet. Jetzt hab ich hier eher Bock, Samstag zum Blauen zu kommen, Alter. Ja, natürlich. Anstatt zu kommen, wenn ich da bin, Nanu, was ist da los, oder was? Wer ist denn noch alles da? Ich, reicht schon. Ach, nee, Nico feiert ja Geburtstag, ne? Nein, nächstes Wochenende. Nächstes Wochenende. Hier, ich will jetzt das Wort nicht sagen, hier, ne, und so. Das sind Themen, Alter. Nachher werde ich noch als Rassist bedingst. Ich finde mal, Daniel sollte mal was erzählen. Ich glaube auch, du besser Daniel, wär's. Daniel ist wie Benny. Von dem hört man nie was. Schon kam gerade jemand rein. Weil das Schild nicht beachtet wird, Alter, ich konnte so kotzen. Siehst du das Schild nicht? Ja, da hängt Chill, guck da. Wir sind am Anfang einer Vorstadt von Elektro jetzt. Na, noch nicht. Ah, ne, doch nicht, das ist noch eine Vorvorstadt. Vor. Hm. Wollen wir einfach straight in Elektro reinlaufen, oder wie sieht das aus? Raid ahead. Ja, ich sniper mal kurz vorher die Gegend ab, weil es clean ist soweit. Gibt es jetzt eigentlich schon ein Jagdsystem oder so? Nein. Jagdsystem? Ja, das ist auch ein Tiergo, oder was? Jo. Was? Mit Pfeil und Bogen wollten sie doch auch so ein Jagdsystem. Sniper mal die Straße entlang. Da steht irgendwas, ich glaube, das ist ein Ja, das habe ich schon gesehen, das ist ein Zombie. Übrigens, zum nochmal snipern. Ich habe mir das so angewöhnt, ich laufe immer neben der Straße, nie auf der Straße. Ja, es ist clever, aber muss eigentlich sein, ist echt egal. Ja, ist eigentlich. Und egal. Auf einmal sieht man die Beine auf der Straße. Schön, hörst du. Ja, schön, das wäre schön. Ja. Irgendwie würde ich die M4 von Daniel lieber Kassler geben. Aber Daniel muss ich auch irgendwie wählen können. Dann müsst du dich irgendwie töten. Ah, wer weiß, ob das vielleicht Minus. Sogar ins Minus geht. Was? Also ins Plus. Was denn, hä? Bei Daniel. Du gehst, dann geht's hin. Ich weiß. Da, jetzt ist es schon wieder so, wenn ich mich umdrehe. Mhm. Jetzt ist es wieder weg. Also wenn ich mich ganz schnell drehe, dann ist das so verschwommen. Manchmal ist es da, manchmal ist es nicht da. Ja, ist bei mir auch so. Dann musst du den Blur ausstellen. Ja. Ja? Mit so gesagt. Ist der Blur. Blur. Oh, die Türen zu, gefällt mir. Blablabla. Boah, mit wackelndem Visier. Daneben geschossen, läuft bei mir. Willst du mir nicht lieber deine Waffe geben? Da ist eine Post. Oh, jetzt rennt der Zombie zu Daniel. Wo ist die? Die ist ins Haus, ja, läuft. Ja, Digga, wo? Schnecke. Ich hab einen Schraubenzieher. Diese Faulholzteile. Oh, ich hab Essen gefunden. Läuft bei dir, Kay. Traurig, aber wahr. Der Strand ist soweit sicher eigentlich bisher. Kenneth Sardines, warum sind die unsichtbar? What the fuck? Ja, es ist ein Bug. Ist noch ein Rucksack. Muss ich gleich mal was essen hier. Eine Banane. Banane. Peanut Butter Jelly Time. Family Guy und so. Ja, kann sein. Tag. Das war ja laut. Das war ja voll laut. Eat all, Digga, jetzt geht los. Man hört das was im Hintergrund. Was, hört man das Essen? Jo. Man hört nichts, man hört euch nicht reden, gar nichts, aber das Essen hört man. Okay. Ja, ja, ja. Man hört auch, wenn du in-game redest, das hört man doppelt. Wo ist er? Was ist das denn? Map of S. Chernaurus? Was ist das denn? So, jetzt habe ich eine ganze Dose Sardinen auf einmal gegessen, jetzt bin ich stuffed, Alter. Diese Map ist die Karte. Da hast du eine Kartengame-Karte. Heftig. Heftiger Dreck, Alter. Das ist... Wie kann ich die anwenden? Du musst sie in die Hand nehmen und dann F drücken. Wo seid ihr? Nee, du musst... nee, ach Quatsch, du musst auf die offenen... Wir treffen uns... Cool, Wir treffen uns vorne einfach irgendwo an der Straße so. Stefan, ich kann ganz Dings. Mir ist das scheißegal gerade eigentlich. Och Mann. Internet findet bessere Karten. Internet. Im Internet. Alter. Ah,
komm, das lassen wir mal sein hier. Ey, cool. Ich hab ne Map gefunden. Brauch ich nicht. Ist lustig. Really? Religion? Was? Zombie, Hilfe, ich hab nur einen Schuss. Ich bin gerade ganz woanders. Wer hat geschossen? Sie nicht, ich hab's geschossen, aber ich dachte, ich hab getroffen. Und dann bloß weg, Leute, kommt dann bloß weg. Wo seid ihr überhaupt im Dorf? Ich bin bei der Polizeiwache. Ich bin im Haus. Im Haus. Lustig, lustig. Witzlevel 590,978. Ich wollte den Namen jetzt nicht sagen. Oh, ich habe einen roten Hut gefunden. Oh, geil. Den setze ich mir erstmal auf. Ja, Zielscheibe. Dann haben wir schon mal einen, der immer vorrennt. So. Geil, wie sieht der denn aus? Alter? Ist das... Hier liegt noch eine Map. Nee. Map heißt Karte, ich heiß Map. Sehr geil. So Leute, ich bin jetzt der mit dem roten Spuchtelhut, ne? Okay. Alles klar, mein Freund. Ach komm. Ich habe hier übrigens noch eine Zucchini am Start. Die esse Zucchini! Ich pfeife ich mir erstmal schöne Zucchini rein hier. Zucchini. Die Essanimation sieht doch richtig geil aus. Das ist nur ein Spiel, ne? Das weißt du. Muss man sich Sorgen machen. Stimmt. Wie heißt du nochmal? Ich hab deinen Namen vergessen. Herbert. Herbert. Gut, dann nenne ich dich aber jetzt immer Herbert. Nee, brauchst du nicht. Okay. Der Herbert von den Herbergen. Das sind schon wieder 40, was wir hier machen. 40? 40. Das ist ja witzig. Lustig. Solange das nicht laut ist, ne? Ach, hier seid ihr. Hi, ich bin's. Hey, ne? Huch, warum nimmt der ich jetzt hab einen PU-Scope gefunden. Kann man das auf die Winchester machen? Nee. Ich glaub nicht. Schade. Und Motorradhelm braucht man natürlich sehr dringend. Weiter, Leute? Ja. Wo seid ihr denn? Na, am Ende der Kleinstadt hier. Wofür ist der Snap-Loader? Kannst du schnell nachladen. Für was ist denn das? Für welche Waffe? Kommt drauf an, gibt verschiedene. Shotguns, meistens. Das ist aber das... Ich nehme den einfach mit, vielleicht könnt ihr den mal ausprobieren. Vielleicht geht das auf eure Waffen. Ich hab Mosimuni. Nice, gib her. Nee. Teil die auf, Alter. Das ja, ja. Kaster kriegt 10 und du kriegst 10. Oh, so viel hast du gefunden, Alter? Jo. Heftiger Shit, Mann. Lol, wie aussieht Kassler? Hübsch, ne? Wunderprächtig. Dann noch die Atemmaske dazu. Richtig cool. Und der lila Rucksack. Alter, du Kanarienvogel. Wo ist der Bahn? Ich komme jetzt, ich bin auf den Schienen. Seh zu oder wart? Ja, ich komme jetzt wieder in die Stadt reingelaufen. Komm mal auf die Straße. Ja. Ich bin die Karte. Aber hier kommt auch keiner irgendwie. Ich bin auf der Straße, ach da hinten seid ihr, lol. Ja, du bist zu langsam. Nee, ich hab gut gelootet, weißt du? Ja. Das stimmt allerdings. So, ist der aber ein Lucky Shot oder was? Lucky Luke. Ey, Kasse, du hast doch eine Double Rifle, ne? Du. Kasse, guck mal, ob du eine Double Rifle hast. Das können wir noch sehen hier. Nee, hat er nicht, oder? Ach, das ist doch eine Double Rifle. Ich glaube, der ist gerade wieder beschäftigt irgendwie. Ah, das Schild wurde mal wieder nicht beachtet. Ich musste kurz schreien. Kannst du hast einen Double Rifle, ne? Was ist da denn? Guck mal auf den Namen deiner Waffe. Ja, Double Rifle. Jo, guck mal, probier mal das hier aus. Ich habe das auf den Boden gelegt. Dann kannst du schnell. Da sind noch zwei Stunden. Ja, du sollst mal ausprobieren, ob das funktioniert. Das ist ein Snap-Loader. Dann kannst du zweimal schnell hintereinander schießen. Warte. Funktioniert, ne? Alles klar. Hast du die Muni schon gedroppt hier irgendwo? So, hier kriegt Kasta seine Muni und hier kriegst du deine Muni. So, hier liegt die. Und der lädt auch dann ganz schnell nach und hat. Ja, kannst du mal ausprobieren mit Schießen. Du hast Theorie zumindest. In die Luft oder so, in die Luft am besten. Er schießt die Munition. Ja. Läuft bei dir.
Zombies incoming. Ja, weil ich muss das ja mit der Hand immer nachladen. Ja, ja, du hast sowieso oder so immer nur 2 Schuss mit der Waffe. Ja. Ja? Ja. Ja. Deswegen. Munition nicht so worth it. Alter, ich muss das Ding immer rausnehmen, dann nachladen und dann wieder rein. Das sagt man Brian. Ah! So, bin ready, Attacke. Ich lach mir gleich ins Bein. Das blöd. Kann doch nicht sein. Dass ich gleich hier rein. Und dass wir hier die ganze Zeit rein. Oh nein. Was kann das bloß sein? Weiß ich nicht. Check jetzt erst was. Verdammt, ah, kann man gar nicht sehen, ich hab's ja gesagt. Max? Jo. Wir haben schon ewig keine Aufnahmepause mehr gemacht. Ne, hier ist ja auch noch Zeit. Achso, lol, okay. Ja. Zieht sich hin, ne? Zieht sich hin. Mhm. Zum Anfang noch so, ja, aber jetzt geht's, zieht sich hin. Ne, da kommt irgendwie so lang vor, dass wir schon ewig aufnehmen hier irgendwie. Ja, aber ist alles cool. Cool. Nimmst du auch? Stefan, nimmst du auch auf? Ja. Weißt du? Mhm. Na doch, also oben steht also, meine FPS-Zahl. Er nimmt, also ich denke schon, dass er. Ich weiß nicht, wie du das jetzt gemeint hast, Kassler. Ich auch nicht, keine Ahnung. Erklär uns also, das mal kurz. Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Kassler? Ja. Der mit dem schwulen Hut, Alter. Ja, warte mal, der geht mir auch auf den Sack. Ich dachte, der soll auf deinen Kopf. Ist das scheiße? Welche Folge ist das hier? Ich muss dann hergucken, ich hab schon den perfekten Namen dafür, Alter. Auf den Sack passt der auch nicht drauf. Oh komm, jetzt könnt ihr auch mal lachen, Alter. Ja. Dann sollte man Schwein werden. Leute, können wir ganz kurz stehen bleiben? Ja, ich will jetzt sowieso mal kurz da vorne hin snipern. Ob ich was an Kran da irgendwie sehe. Muss ich mich mal gerade kurz was ganz Wichtiges machen. Kippen schopfen. Trinken. Das auch so. Ich hab nämlich Halskratzen gehabt, bevor Max, ich einen Hustenanfall krieg. Max, ich hab ja eigentlich gedacht, ich hab heute Schule gehabt, ne? Hab ich nicht. Also ich hab wirklich Ferien, auch heute noch. So. Rückentag bestimmt. Ja, ja. Ich kann mich erinnern, hier in der Nähe haben wir schon mal eine Aufnahmepause gemacht. Mhm, mit Kasse auch noch. Mhm. Da waren richtig viele Zombies hier. Gleich ist es wieder soweit. Lalalala. Ja, und immer bist du abgeschossen. Wir sind eigentlich uns. Oh ja, doch. Ich würde ja am liebsten nicht so in den Elektro rein, sondern oben auf dem Hügel rauf, weißt? Das wäre glaube ich besser. Auf so jeden Fall sicherer. So ja. Gehe ich in Elektro rein. Wie auf dem Hügel, ne? Ja. Also ja. Soll ich das auch von dir gelernt. Manche gehen straight ahead. Wasch, ja, man hast du vom richtigen gelernt, ja. Ja. Heute? Bitte? Jetzt schon weiter, glaub? Alter, der ist immer noch da hinten. Ist das scheiße? Ich hatte gerade Lex und ich stand die ganze Zeit einfach rum. Also auf meinem Bildschirm zumindest, Alter. Boah. Ja, dann drück mal auf, du Rücken. Das kannst du doch nicht einfach so. Wunder, warum warten wir denn so lange? Ich meine. Doch, aber das würde mich entzücken. Ach Mensch. Nein. Ich bin entzückt. Nein. Das kannst du nicht so machen. Man braucht Mut zu Lücken. Aber davor muss man erst den Knopf drücken. Und dann weiter vorrücken. Und bücken. Das sowieso. Und dann werde ich dich heiß bestücken, was? Mal gucken, ob er uns sieht. Anscheinend nicht. Oh, jetzt bleibt er stehen. Jetzt guckt er sich um. Ah, wo sind sie? Wo sind sie? Ah, jetzt hat er uns gefunden. Schön. Hast du super gemacht. So, hier bleiben wir gleich stehen hinter dem Busch. Na, wie ist das Fernglas? Oh Gott, Alter, hab ich erschrocken. Hab ich mich gerade erschrocken. Alle dieselbe Idee haben. Ich wollte nur, dass er mal was Hübsches sieht, weil. Jo, Daniel. So. So, hier machen wir dann ein ganz kleines Aufnahmebäuschen. Wir sind kurz vor Elektro. Der Server ist voll. Es Kasse bleibt spannend. Kasse ist einfach nur nervig. Er nervt alle. Er nervt nicht, weil ich ihn cool finde. Von ihnen habe ich Daisy gelernt. Ich möchte dir dafür danken, Meister. Halt die Fresse, Alter. Ich guck mal kurz, ob da irgendwie Action. So, wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ja. Tschüss.